Hallo YouTube, willkommen zurück zur Quick and Dirty Videoreihe und heute nehmen wir uns Mesmer vor. Ich habe ihn eben umgehauen. Spielweise, Equip ist mehr oder weniger dasselbe, was wir auch bei den letzten Bossen hatten. Allerdings habe ich jetzt eine neue Waffe, denn der Gute ist anfällig gegen Blutungsschaden. Und diese Waffe hat, soweit ich jetzt gesehen habe, den höchsten Blutungsschaden. Die ist bei mir natürlich nicht so hoch aufgewertet. Es geht deutlich besser. Aber dafür bin ich mehr aufgewertet. Also ich habe Segen des irgendwas Baumes. Ich komme mit dem Namen immer durcheinander auf Stufe 10. Ich bin nicht mehr auf 0 unterwegs. Und ihr seht auch, wenn Blutung ausgelöst wird, macht das sehr, sehr viel Schaden. Er macht aber auch massiv Schaden. Deswegen wie immer Schild hoch. Das ist jetzt die schlimmste Attacke, die wir von ihm fressen können. Je nachdem, wie hoch euer HP-Pool ist, könnte sie euch eventuell auch one-hitten. Deswegen schaut, dass ihr möglichst maximal HP habt. Ansonsten nutze ich sehr viel Sprungangriffe. Aufgeladene Angriffe wären deutlich besser, aber dafür ist mir das Zeitfenster häufig zu gering. Deswegen Sprungangriffe. Hier habt ihr eben gesehen, wenn die Schlange runterkommt, 1, 2, 3 abzählen und dann in die Schlange hineinspringen, damit ihr im Anschluss direkt einen Treffer landen könnt. Ansonsten, diese Phase ist sehr nervig. Schilde hoch. Schauen, dass ihr immer genug Ausdauer habt, um zu blocken. Und jedes Mal, wenn die Schlangen auftauchen, werden sie danach natürlich auch verschwinden und der Gute wird auch für ein paar Sekunden dastehen, dass wir ihm einen reinbrettern können. Sein Angriff, jetzt macht er ihn, glaube ich. Genau, das ist immer der letzte Angriff. Und danach bleibt er für 2 Sekunden stehen. Können wir theoretisch draufhauen. Jetzt kommen wieder die Schlangen. Und wenn die Schlangen aufhören, bleibt er auch wieder kurz stehen. Das sind so die beiden Zeitfenster, die ich jetzt ausmachen konnte. Sprungangriff oder aufgeladenen Angriff. Aufgeladener Angriff ist natürlich sehr viel besser, aber auch schwieriger und gefährlicher. Deswegen schaut, was euch am besten liegt. Versucht auch nochmal dem einen oder anderen Angriff auszuweichen und dann werdet ihr ihn bestimmt auch down haben, so wie ich. Das war jetzt heute der 3. Try mit dieser Waffe. Allerdings, ich habe deutlich mehr Tries, aber diese Waffe ist auf jeden Fall Brot und Butter für die Möglichkeit, Mesmer einigermaßen entspannt umzuhauen. Komplett entspannt wird das nicht sein, wenn ihr euren Segen noch deutlich höher pusht, wenn ihr euren Schattengeist noch höher pusht, sollte das Ganze für euch einfacher werden. Ich habe es jetzt versucht, ja, so low wie möglich zu machen, um euch zu zeigen, was alles möglich ist. Springen wir einfach mal in die Ausrüstung. Hier haben wir das Kernstück dieser Spielweise. Woher ihr das bekommt, findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Ich müsste dafür auch schon Guide fertig gemacht haben für die Waffe und die Asche. Wie die Asche funktioniert, zeige ich euch jetzt. Hier habt ihr es gesehen, wir springen hoch und machen so einen Slide-Angriff schräg nach unten. Habt ihr jetzt im Fight nicht gesehen, weil ich dafür das Schild ablegen muss. Unser Mimic macht das aber trotzdem. Als Kopf könnt ihr gerne auch den Varé-Kopf anziehen. Das gibt nochmal mehr Blutungsschaden. Ich habe zusätzlich auch nochmal ein bisschen Feuer-Defense über den Talisman reingepackt. Ich nehme mal an, dass das normales Feuer ist, was er dort als Schaden macht. Und ansonsten könnt ihr reinpacken, was ihr gerade zur Verfügung habt. Mehr HP, mehr Rüstung, mehr Verteidigung. Es gibt auch einen Talisman für mehr Blutung. Den habe ich mit diesem Char allerdings noch nicht. Den könnt ihr auch draufpacken. Also all das, was ihr blutungstechnisch in eurem Inventar habt, haut es hier rein, um so viel Blutungsschaden wie möglich zu machen. Und mit dieser Waffe solltet ihr ihn umhauen und die Waffe natürlich auch so hoch wie möglich aufrüsten. Den Segen auch und dann bekommt ihr das auch hin.